Hallo, ich bin Adam Kirbas und das ist mein Podcast Lebenswege. Ich habe mich heute wieder angezogen, habe mir einen Anzug, eine Krawatte umgebunden, dich an mich festgeschnallt. Jedes Jahr um diese Zeit denke ich an dich. Ich brauche jedes Jahr einen Tag, um mich an meine Menschlichkeit zu erinnern, um mich daran zu erinnern, was ich verloren habe. Und heute ist eines dieser Tage. Heute ist eines dieser Momente, wo ich an dich denke, wo du in meinen Gedanken bist und wo ich mir Fehler zugestehe. Fehler, warum es mit uns nicht geklappt hat. Es ist auch der Tag, wo ich nicht die Schuld an mir suche. Nicht ich der bin, der unsere Beziehung zerstört hat, das, was wir hatten, sondern ich auch kritisch reflektiere, warum es mit uns nicht geklappt hat, warum ich dir nicht genügt habe, warum meine Liebe dich nicht fesseln konnte, warum du dich von mir weggedreht hast und was Liebe wirklich bedeutet. Ich denke darüber nach, ob du mich jemals hättest lieben können, ob du dein Herz jemals für mich hättest öffnen können. Als ich dich zum ersten Mal traf, erschrakst du. Du wusstest nicht, wer ich bin. Du wusstest nicht, was ich wollte. Dir war nicht wohl. Denn das ist verständlich. Leute brauchen etwas Zeit, damit sie mein Inneres sehen, damit sie meine Menschlichkeit sehen. So viele Menschen haben Vorurteile. So viele Menschen schreiben jemanden ab. Doch ich wollte, dass du mich siehst. Ich wollte, dass du mein Herz wahrnimmst. Ich hatte dich beobachtet eine Zeit lang. Du warst mir in meinen Gedanken geblieben. Ich sah dich und dachte mir, das ist ein Mensch mit einem Herzen. Das ist ein Mensch, der Verständnis haben kann. Das ist ein Mensch, der lieben kann. Darum bin ich dir gefolgt. Darum wollte ich in deiner Nähe sein. Darum wollte ich mit dir sein. Ich wollte, dass du mich kennenlernst, denn ich war so wie du. Ich war auch jemand, der Liebe wollte. Ich war auch so wie du, alleine. Und ich war auch so wie du, auf der Suche nach meinem Seelenverwandten. Ich wusste sofort, dass du die Richtige bist. Ich wusste, dass deine Augen und meine Augen sich treffen würden. Es gibt im Leben diesen Moment. Einige nennen es Liebe auf den ersten Blick. Aber dieser Moment, wo zwei Seelenverwandte sich zum ersten Mal treffen, jedoch wissen, dass sie miteinander verbunden sind, dass diese Verbindung tief geht, weit geht und dass das Ende und der Beginn einer langen Reise ist. Ich wusste sofort, dass wir zwei zueinander gehören. Doch es war mir nicht klar, ob du es wusstest. Und als du erschrakst, als du mich das erste Mal sahst, als du vor Furcht zurückschrecktest, wusste ich, dir war nur das noch nicht klar. Du hattest dir noch nicht die großen Fragen gestellt, wo dein Leben hinführt,
was du aus dir machen sollst, wohin deine ganze Existenz hingeht. Du hattest dir noch keine Gedanken darüber gemacht, wer du bist, welche Stelle du im Universum einnimmst. Du wusstest gar nichts. Du hast noch autark gelebt, fernab von den Fragen, die mich geplagten. Und ich mochte das an dir. Es war so unschuldig. Es war nicht vergiftet. Vergiftet durch die Welt. Vergiftet durch Gedanken, die einen Tag für Tag plagen. Du warst unvoreingenommen gegenüber anderen und der Welt. Deine Augen hatten sich an die Fürchterlichkeit, an das Hässliche, an das Grausame der Welt noch gar nicht gewöhnt. Nichts in deinem Herzen. Nichts hatte in Verachtung eingegeben. Nichts an dir hatte diesem Hass nachgegeben. Alles schien voller Hoffnung, voller Schönheit. Und das mochte ich an dir. Das mochte ich an deinen Augen. Und ich konnte mich gar nicht satt daran sehen. Ich war süchtig nach dir. Ich wollte mit dir zusammen sein. Und ich wollte, dass du siehst, wer ich bin. Dass du siehst, dass wir miteinander verwandt sind. Dass wir Seelen verwandt sind. Es war etwas enttäuschend, ja, dass du vor mir Angst hattest, dass du zurückschrakst. Doch das war nur ein kurzer, momentärer Rückschritt. Ich wusste ja, dass früher oder später du deine Augen öffnen würdest, dass du wissen würdest, wer ich bin, warum ich hier bin, warum ich mit dir sein will und warum ich deinen Fluss, dieses Dahintreiben, dieses von Tag zu Tag Leben beenden musste. Ich wollte, dass du verstehst, warum unsere beiden Welten miteinander kollidieren mussten, denn ich musste dich retten. Ich wusste, dass du tief in deinem Herzen einen Schmerz fühltest, dass dieser Schmerz unerträglich war, dass du nichts anderes tun konntest, als diesen Schmerz zu verdrängen. Denn du wusstest nicht, woher dieser Schmerz kam. Und ich wusste die Antwort. Nämlich die Antwort war, dass die Leere in deinem Leben, weil du deinen Seelenverwandten und die große Liebe nicht gefunden hattest. Dieser Schmerz war ein Weltschmerz. Der war der Schmerz deines Lebens. Die Leere, die dich Tag für Tag auffrisst. Und ich hatte die Antwort dafür. Du hattest dir keine Gedanken darüber gemacht, wie du diesen Schmerz beenden kannst, wie und warum dein Herz nach Liebe lechzt, warum dein Herz und dein Leben, dein Dasein nach jemandem fragt, mit jemandem zusammen sein will, sich nach der großen Liebe sehnt. Ich wusste all das, doch du schienst es nicht zu sehen. Du warst noch in deiner Traumwelt. Ich wollte dich nicht bedrängen. Ich wusste ja, dass du etwas schreckhaft warst. Doch es war notwendig, dich an der Hand zu nehmen. Es war notwendig, dir tief in die Augen
zu sehen, auch wenn du Angst hattest. Du musstest sehen, wer ich bin, was ich will. Du musstest sehen, dass du und ich zusammen sind, dass wir zueinander gehören. Es war kein Zwang. Niemand hat dich zu etwas gezwungen. Niemand zwingt jemanden zu der großen Liebe. Liebe passiert einfach. So sehen wir es in den Filmen. So lesen wir es in den Büchern. Alles hat einen Zufall, aber später erfahren wir, dass es doch nicht alles zufällig ist. Dass es doch alles eine Bedeutung hat. Dass wir zueinander finden. Dass wir miteinander sind. Ich musste dich an dem Tag festhalten, denn du wärst sonst mir entglitten. Du wärst sonst in die Arbeit gegangen. Du hättest diesen Moment vergessen und du hättest deine Illusion fortgesetzt, hättest wieder diese geschmacklose Identität aufrecht gehalten, dieses leblose, lieblose Wesen, das niemanden hat in seinem Leben. Und ich wusste ja, ich sah es ja, dass Einsamkeit ganz groß auf deiner Seele geschrieben war. Ich sah durch dich, ich sah deine Seele und ich wollte dich retten. Und an dem Tag habe ich dich gerettet. Du wusstest es nicht zu schätzen. Du wusstest nicht, wie man einen guten Samariter von einem Kriminellen unterscheiden soll. Unsere Welt, in unserer Welt sehen alle so gleich aus. In unserer Welt lebt Gut und Böse nebeneinander. Und da geschieht es schon mal, dass wir nicht wissen, wer wer ist, dass wir nicht unterscheiden können, Freund vom Feind, und dass wir die große Liebe nicht erkennen können, auch wenn sie vor uns steht, auch wenn sie uns helfen will, auch wenn sie uns am Arm festhält, uns den Mund zuhält, damit wir es nicht verfluchen, damit wir diesen guten Samariter nicht wegschicken, denn wir werden, und das wissen wir werden dann später unsere Worte bitter bereuen, wenn wir daran denken, was wir alles gehabt hätten, welche Liebe wir bekommen hätten und wie viele glückliche Momente wir hätten verbringen können. Und unsere Worte, unsere hastig gesprochenen Worte hätten uns um diese schönen Erlebnisse betrogen. Sie hätten uns von dem geraubt. Warum? Weil wir nicht wussten, weil wir nicht zuhören konnten und wollten, dass die Menschen, die vor uns stehen, die nur unser Gutes wollen, dass die gekommen sind, um uns zu retten, um uns in ein neues Licht zu führen, ein neuer Abschnitt in unserem Leben. Das wollte ich, dass du siehst. Doch du warst noch nicht bereit dafür. Ich verstehe das. Und ich verstand es damals. In unserer Welt, wo keine Liebe ist, wo niemand den anderen mehr liebt, ist es schwierig, so etwas oder überhaupt an wahre Liebe zu glauben. Und Liebe ist es. Liebe ist wichtig. Liebe ist unser einziges Lebenselixier. Liebe und Liebe allein macht unsere Welt eine bessere Welt. Und ich wusste, dass nur Seelenverwandte, Leute, die
eine tiefe Verbindung miteinander spüren, dass nur diese Leute fähig sind zu lieben. Liebe ist etwas Besonderes. Liebe ist etwas Außergewöhnliches. Du wirfst Liebe nicht weg. Du liebst nicht Liebe. Du liebst nicht jeden. Liebe ist etwas, was du nur mit besonderen Menschen spürst. Und du bist etwas Besonderes. Die Welt hatte dir bis dahin nicht gesagt, dass du etwas Besonderes bist, sondern diese Welt in all ihrer Hässlichkeit, diese Welt in all ihrer Verdorbenheit, sie hält Menschen unter das Wasser, sie zieht Menschen unter das Wasser, sie ertrinkt Menschen. Diese Welt und alle Wesen darin, die spüren keine Liebe. Und die wollen auch nicht, dass wir Liebe spüren. Nein, denn niemand von denen versteht Liebe. Niemand glaubt an Liebe. Der Mensch hat den Halt verloren. Der Mensch hat den Boden unter den Füßen verloren. Der Mensch hat verlernt zu leben. Und ich war dort an dem Tag und ich sah dich dort. Ich sah diesen Engel, der du bist, diese wunderschöne Frau, die in ihrem Leben noch nicht geliebt worden war, die von der Welt allein gelassen worden war. Nur ich sah durch dich, nur ich sah dein wunderbares Herz und ich wollte dir auch meine Liebe schenken. Ich wollte dir zeigen, dass das Licht der Menschheit, dass das Licht der Liebe nicht erloschen ist. Dass ich lieben kann, dass ich einer der wenigen Menschen bin, die versteht zu lieben. Dass ich einer der wenigen Menschen bin, die dich versteht, der dich versteht, der mit dir zusammen sein kann, der dich glücklich machen kann. Warum? Weil ich das spüre, weil ich verstanden habe, wie wichtig Leben ist. Weil ich verstanden habe, dass für Zweisamkeit mehr wie nur Gewohnheit bedarf. Weil ich verstanden habe, dass bis jetzt alle Menschen nie wirklich geliebt haben, sondern sich nur an Umstände gewöhnt haben. Viele Menschen, die haben es nicht gelernt zu lieben, die haben nur Angst. Die haben nur Angst, alleine zu sein. Die haben Angst, dass sie nachts alleine schlafen müssen. Und dann suchen sie jemanden, mit dem sie Zeit verbringen können, den sie nicht wirklich lieben. Denn diese Menschen, die Angst vor dem Leben haben, die stellen sich nicht die Frage, gibt es wirklich Liebe? Und was ist das Wichtigste in meinem Leben? Nein, diese Menschen, die haben nur Angst vor dem Alleine zu sein. Und die wollen diese Angst füllen. Doch deren wirkliche Angst, die Angst, die uns tagtäglich heimsucht, die Angst, die uns nicht mehr loslässt, ist die Angst vor der Leere. So, auch wenn wir jemanden danach finden können, mit dem wir zusammen sein können, mit dem wir aus Gewohnheit diese Angst alleine zu leben vergessen können. Wir können diese Angst in uns nicht erstummen lassen. Wir können sie nicht vergessen lassen, denn diese Angst, die kommt ständig. Diese Angst, die verfolgt uns. Egal wie sehr wir diese Angst auch ausschalten wollen, sie ist immer und immer da. Sie kommt auf uns zu. Sie verfolgt uns. Sie ist in jedem Gesicht
Sie ist in jedem Moment. Sie ist um die Ecke, um die Kurve. Sie wartet auf uns, bereit, um sich auf uns zu stürzen. Und diese Angst ist unerträglich. Und wie hätte ich dich auch alleine lassen können an dem Tag? Denn ich spürte ja, dass du auch diese Angst hast. Ich spürte ja, dass du von dieser Angst verfolgt wurdest. Und dass du dich nach einer Befreiung sehntest. Und die Befreiung aus dieser Angst ist Liebe, ist das Finden deines Seelenverwandten. Und du hattest dich schon so sehr an diese Angst gewöhnt, dass du nicht wusstest, wer ich bin und warum ich da bin. Deswegen musste ich dir den Mund verbinden. Ich musste dich vor dir selber schützen. Ich musste deine Hände fesseln, damit du nicht ausschlägst, damit du mich nicht von dir wegstößt, damit du nicht die Liebe und das Gute, das dir passieren könnte, von dir abweist. Ich musste deinen Mund verbinden. Ich musste deine Hände und Füße fesseln, damit du nicht wegläufst, damit du nicht ertrinkst, damit du nicht in diese weite Welt hinausläufst, in der Hoffnung, dass Hilfe ankommen würde, in der Hoffnung, dass es da draußen für die Leere in deinem Herzen eine Heilung gibt. Du hättest dich um dein eigenes Seelenheil betrogen. Du hättest dich um die Frucht, um die süße Frucht des Lebens gebracht. Und du hast bittere Tränen vergossen. Doch das war alles unnötig. Das war unnötig, weil du vor mir doch keine Angst haben musstest. Wie hätte ich dich auch verletzen können? Ich wollte doch, dass es dir gut geht. Ich wollte dich doch helfen. Und es war mir klar, wie falsch wir in dieser Welt erzogen worden waren. Dass diese Welt uns nicht beigebracht hatte, zu lieben. Und dass diese Welt, in der wir aufgewachsen sind, Liebe als etwas Krankes, als etwas Widerwärtiges ansieht. Weil sie nicht weiß, was Liebe ist. Weil sie nicht weiß, wie man lieben kann. Und so, und dieses Gift, diesen Hass, sät diese Welt in unsere Köpfe. Denn wir haben eines gelernt von den Mathematikern und deren leeren Kalkulationen, dass etwas, was wir nicht verstehen, ist nicht rational, ist nicht real, ist nichts der beiden. Und das Leben hat nichts mit Realität zu tun. Niemand kann leben. Es gäbe so etwas nicht. Doch wie kann es so etwas nicht geben? Es ist doch real. Ich spüre doch Liebe. Ich spüre sie doch, diese Anziehungskraft, wenn ich mit jemandem zusammen bin. Und ich spürte diese Anziehungskraft, als ich mit dir zusammen war. Und ich wusste ja auch, dass, wenn ich dir nur genug Zeit gab, du es auch sahst und sehen würdest, dass du auch diese Liebe, diese Anziehungskraft, diesen Willen zu leben spüren würdest.
Deine Tränen waren umsonst. Doch sie waren notwendig, damit du diese alte Hülle hinter dir lassen kannst. Diese leere Hülle, die dir bis dahin kein Glück beschert hat. Und wo ist dein Leben? Wo war dein Leben, als ich in deine Wohnung trat, als ich dich ins Wohnzimmer zerrte und dich an einen Stuhl fesselte? Ich sah deine Wohnung, ich sah die Leere deines Lebens und es war nichts. Da war keine Liebe, es war karg, es war leer. Und diese Welt, die uns allen versprochen hatte, dass wir Glückseligkeit erlangen würden, solange wir nur glauben würden. Doch glauben an was? Du kannst nur in Gemeinsamkeit an etwas glauben und du kannst nur an die Menschlichkeit glauben. Diese Welt, die uns vollmundig versprach, es geht euch gut, sie hat uns am Ende nichts gegeben. Und ich sah es doch in deiner Wohnung, da war nichts. Du lebtest allein, fernab. Es waren keine glücklichen Momente von deinem Leben zu spüren, nur Hüllen, nur oberflächliche Schablonen, die man dir verkauft hatte, weil man dir zu verstehen geben wollte, du hast schon alles. Und wenn du nach Liebe strebst, wenn du mehr willst, bist du nur gierig, dann willst du nur mehr, als dir zusteht. So wurden wir erzogen. Und ich sah diese Krankheit der Gesellschaft. Und ich sah deine Tränen, weil deine alte Welt zertrümmert wurde. Weil du immer noch an dieser alten Welt anhingst. Weil du immer noch hofftest und glaubtest, dass solange du nur an die alte Welt glaubst, solange nur du an deren Chimären glaubst, dass du Glückseligkeit erfahren würdest, dass du es schaffen würdest, so etwas wie Vollkommenheit in deinem Leben zu spüren. Doch das war unmöglich. Es war nicht möglich. Diese Welt hat uns nichts gegeben, sondern nur von uns genommen und uns mitgeteilt, dass wir sogar dafür dankbar sein sollten. Sie hat dafür von uns verlangt, dass wir unser Herz in Stücke schneiden und es der Welt zum Fraß vorwerfen. Denn wir würden unser Herz nicht brauchen. Denn wir hätten schon alles. Und wir sollten durch alles Demut leben. Wir sollten alle in Demut leben. In Abstinenz. Und alles andere wäre Gier. Doch wie kann Liebe Gier sein? Wie kann das Verlangen von Glückseligkeit, von Freude, wie kann das alles Gier sein? Ich brauche nicht Geld, um zu lieben. Ich brauche nicht Geld, um glücklich zu sein. Nein, ich brauche jemanden. Ich brauche jemand Besonderes. Ich brauche meinen Seelenverwandten. Und dort, wo dieser Seelenverwandte fehlt, dort, wo wir nicht lieben können, entsteht eine Leere.
und diese Leere versuchen wir zu füllen. Denn die Gesellschaft hat uns ja mitgeteilt, wir sollen diese Leere mit Geld füllen. Doch die Gesellschaft, sie verkauft uns nicht Liebe. Sie kann uns nicht Liebe verkaufen, weil sie nicht weiß, was Liebe ist. Deswegen verkauft uns die Gesellschaft Güter, Produkte, Gegenstände. Das ist Liebe, sagt sie uns, wenn ihr euch einen neuen Gegenstand kauft. Wenn ihr euch Sachen kauft, die ihr nicht braucht. Das ist Liebe, sagt uns diese Gesellschaft, diese kranke Gesellschaft. Und wir glauben es. Warum? Weil wir so erzogen worden sind. Und weil wir uns nie Gedanken darüber gemacht haben, was denn anders sein könnte oder wie wir etwas anders machen können. Nein. Und ich sah diese Leere der ganzen Gesellschaft in deiner Wohnung. Und es war mir klar, dass ich zum richtigen Zeitpunkt gekommen war. Denn du warst kurz vor dem Ertrinken. Und du warst ein Engel. Du warst dieser wunderschöne Engel, diese wunderschöne Frau, die noch nicht entdeckt worden war und die Welt noch nicht gesehen hatte. Und die wahrscheinlich so weiter gelebt hätte, wäre ich nicht gekommen, wäre ich nicht an dem Tag an deiner Tür, vor deiner Tür erschienen und hätte dein Leben gestoppt. Hätte es bis dahin diesen Lauf, diese Fließbandproduktion an Glück aufgehalten. Denn dich zu retten ist für mich so wichtig. Wichtig, weil es im Kampf gegen diese lieblose Gesellschaft ist. Weil ich nicht will, dass so wunderbare Engel wie du von dieser Gesellschaft gefressen werden, von diesem Nichts gefressen werden. Und es ist so wichtig, dass so Leute wie du und ich, und wir sind gleich, wir sind etwas Besonderes, weil wir verstanden haben, dass diese Gesellschaft keine Liebe für uns und für niemanden hat. Es ist so wichtig, dass wir überleben, dass wir unsere Augen öffnen und dass wir verstehen, dass mehr ist, dass dort draußen mehr ist, als das uns verkauft wird. Und ich wusste, als du dort gefesselt saßt, ich wusste, dass eine schwere Arbeit vor mir lag, dass ich dir helfen musste, deine Augen zu öffnen, dass ich diese Gesellschaft zerstören muss und du mir helfen musstest. Und ich sah, dass du etwas ganz Besonderes warst. Es verging einige Zeit, einige Tage. Du warst immer noch depressiv. Du warst aus deiner Gewohnheit rausgerissen. Du wusstest nicht, was du machen solltest, denn du wurdest bis jetzt immer falsch erzogen. Du wusstest nicht, dir zu helfen. Du wusstest dir nicht zu helfen. Und du weintest immer noch bittere Tränen. Und du wolltest mir alles anbieten, damit ich dich freilassen würde,
damit du wieder dein altes, wertloses Leben weiterleben könntest. Doch ich war da, um dich zu retten. Ich war dort, um dich zu heilen, um dich zu befreien, deine Seele zu entfesseln, damit wir einander lieben können. Ich verstand damals, dass du und ich zusammengehören und dass wir den Nachwuchs der Zukunft erzeugen müssen. Ich verstand, dass durch deinen Uterus etwas Neues geboren werden würde. Etwas, das uns miteinander verbinden würde. Etwas, wo du und ich dann gemeinsam und für alle Ewigkeit miteinander verbunden wären. Ich hatte mir fest vorgenommen, dich aus deiner Dunkelheit zu retten und dir zu helfen und dir zu einem neuen Leben zu helfen, damit auch du verstehst, wie wichtig Leben ist.